Du musst überhaupt jetzt nicht nur irgendwann anfangen. Also ich muss irgendwas sagen. Okay, hi Leute. Wir haben heute das Thema Klischees zum Thema Studenten und haben uns da drei rausgesucht, wo wir der Meinung sind, dass die ganz interessant sein könnten. Wir werden jetzt natürlich nicht die ganze Zeit über diese drei Klischees quatschen, sondern haben das versucht, sehr abwechslungsreich zu gestalten. Und beginne jetzt eigentlich auch schon mit dem ersten, wo es darum geht, dass Studenten ja immer so ein bisschen eingebildet sein sollen und ja, hochtrabend reden. Und wer jetzt nicht weiß, wovon wir reden, der muss jetzt aufpassen. Jetzt, wo ich Studentin bin, brauche ich ja schon ein paar Fremdwörter in meiner Sprache. Gucke ich mal ein bisschen nach. Trivial. Alltäglich, gewöhnlich, nichts Auffälliges aufweisend. Wie war es denn in der Uni? Sehr trivial. Meine Vorlesung war sehr trivial und die Gespräche waren sehr trivial und mein Prof war sehr trivial. Okay, was hieß trivial eigentlich nochmal? Das weißt du nicht. Ich dachte, das wäre Allgemeinbildung. Ich estimiere es suboptimal, wenn man altralinguale Synonyme iterativ apportiert. Okay. Wollte ich nur so sagen. Herzlich willkommen zurück. Das war einer von unseren kleinen Clips, die wir gedreht haben, um das Video ein bisschen aufzulockern. Und jetzt würden wir gerne noch schnell nachberichten, ob wir Erfahrungen mit diesem Klischee haben. Ja, genau. Also bei mir geht's eigentlich. Ich habe mit ein paar Leuten geredet, die mir erzählt haben, dass sie oft die Erfahrung irgendwie gemacht haben, dass Studenten ein bisschen eingebildet sein können. Und ich glaube, es würde auch wahrscheinlich den einen oder anderen geben, der da bestimmt etwas hochtrabend vom Leben redet oder so. Aber im Großen und Ganzen wird das eigentlich, denke ich, sich nicht verallgemeinern lassen, das Ganze. Ja, glaube ich auch nicht. Die Situation war natürlich sehr überzogen dargestellt. Ich glaube, so Einzelpersonen gibt es, die sowas machen, aber der Großteil wird es nicht. Ich rede immer so. Ja, immer. Echt? Ja, ja. Ah, okay. Ja, ich habe auch den Duden von Günter Grass immer zu Hause. Du hast selber geschrieben, den Duden von Günter Grass. Ja, genau. Gut, nächste Szene. Hi, wie geht's dir? Ja, mir geht's ganz gut, aber ich muss gleich noch in die Bibliothek und ein bisschen was machen. Alles klar, ich gehe nach Hause. Ja, dann. Bis bald. Bis dann, tschüss. So, das Video war quasi unsere, sag ich mal, künstlerische Interpretation des Klischees, dass Studentenleben ja immer so ein bisschen lässig und einfach gesehen wird. Und wie geht's dir? Wie viele schlafende Leute hast du schon in der Uni-Bibliothek gezählt? Relativ viele, ehrlich gesagt. Es gibt ja immer diesen Lernbereich, wo alle so mega fleißig sind, sodass man denkt, oh Gott, ich sollte auch unbedingt mehr machen. Und direkt daneben sind die Sofas, wo alle schlafen und Musik hören und man denkt, habe ich noch nie gemacht, sollte ich vielleicht auch mal machen. Habe ich aber auch schon mal gemacht. Echt? Ja, ich habe es auch schon mal gemacht. Also nicht so, nicht ganz so, aber es bietet sich manchmal einfach irgendwie an, wenn man auch dann abends ein bisschen lang gesessen hat und dann echt müde ist, einfach mal so eine halbe Stunde kurz die Augen zu machen. Dann würde ich eher nach Hause gehen. Aber eine halbe Stunde, naja, gut. Aber ich glaube, auch da wird der Großteil sicherlich lernen und da gibt es sogar einige Verrückte, die ja sogar nachts lernen. Mhm. Also das Studentenleben nicht einfach ist, glaube ich, das haben auch selbst wir jetzt auch nach einigen Monaten festgestellt. So, Uni-Bewerbung. Da muss ich jetzt hier... Nee. Dann da mit... Ach nee. Ach jetzt, hier. Mit Doppelklick. Nee. Dann... Hier. Nee. Jetzt ist ganz aus. Jetzt ist das Bild fort. Das Internet ist für uns alle Neuland. Genau, um welches Klischee es jetzt ging, das ist so ein kleines Rätsel sozusagen. Und es ging uns einfach darum, das ein bisschen darzustellen, dass diese Bewerbung immer für sehr einfach und simpel gehalten wird. So nach dem Motto, mache ich mit links 45 Grad Fieber.
Und im Endeffekt ist es aber doch schon manchmal dann ein bisschen knifflig gehalten. Ne? Gerade als Generation Internet schämt man sich ja schon ein bisschen dafür, wenn man sich mega die Panik macht davor, wie ich zum Beispiel, diese Uni-Bewerbung zu machen. Und ich habe auch sehr, sehr lange gebraucht, einfach weil ich immer mir so einen Stress damit gemacht habe und immer gedacht habe, das kann ich bestimmt nicht. Das ist bestimmt mega kompliziert. Im Endeffekt ist es eigentlich so, ist mir aufgefallen, wenn man wirklich mal den ganzen Text liest, der da steht, ist es eigentlich gar nicht so schwer. Aber oft ist man einfach ein bisschen faul und denkt sich, ach komm, ich habe Abitur. Kann ich auch so. Und im Endeffekt läuft dann irgendwas schief. Also bei uns ist zum Glück nichts schief gelaufen, sonst würden wir ja nicht hier sitzen. Mhm. Aber wir haben es ja dann über Facebook so ein bisschen beobachten können, dass da einige ein bisschen ihre Probleme hatten. Genau, ja. Genau, deswegen haben wir das mit reingenommen. Und ich glaube, das waren jetzt drei Klischees und das ist auch gut. Jetzt haben wir genug Vorurteile bedient. Genau. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.